Hallo, schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Da habe ich ganz viele Ideen im Kopf und ich habe hier so ein Bild mit Collage und Struktur. Ostern ist, habe ich mir auch überlegt, was mit Goldfolie zu machen. Und dann eben so wie hier als Collage bearbeiten. Ich mag aber auch das Bild und die Farben finde ich super. Und diese Schlammtöne und so, das finde ich gut. Und deswegen schaue ich mal, was ich jetzt machen werde. Ja, also ich fange erstmal an und klebe das Gold auf die Fläche. Und dazu gibst du einfach den Kleber auf die Leinwand drauf. Folie klebt, dazu gibt es ja auch schon einige Videos im Kanal. Ich habe Schokoladenpapier gesammelt, das ist ja nicht schwer. Schaue ich mal, ob ich das hier hinsetze oder doch erst mit einem größeren Stück an. Und ja, drück das jetzt einfach auf den Kleber drauf und damit klebe ich das jetzt fest. Du kannst das dann nochmal mit einem Spachtel glatter ziehen, wenn du möchtest. Ich finde die Knicker auch immer so toll. Also als Struktur nur finde ich das schon super. Ich arbeite jetzt direkt weiter und gebe jetzt erstmal eine dunkle Farbe drauf. Also wie bei dem Blumenbild arbeite ich jetzt und ja, das gefällt mir schon gut, gleich total gut. Gold und Schwarz finde ich toll. Das mag ich ganz gerne. So simpel und sofort so schön. Da heute ja Ostersonntag ist, versuche ich so ein bisschen das Thema mit aufzugreifen und krickle jetzt hier so rum. Du kannst jetzt natürlich auch einen ganz schönen Osterspruch hier reinschreiben. Macht Spaß und ist so einfach. Mehr Ostern als Thema vorgegeben jetzt für euch und ja, kann jetzt hier also auch so Kreise machen. Bisschen den Rand noch umknicken und ansonsten finde ich es schon total cool. Ja, wenn ich das jetzt nicht als Thema hätte, würde ich wahrscheinlich was ganz anderes noch daraus machen. Aber jetzt habe ich jetzt einen kleinen Plan im Kopf. Also ich will irgendwas mit Kreisen machen, mit ja, angedeuteten Ostereiern und die kann ich mir so vorzeichnen. Schaue ich mal, wie ich diese Kreise oder Eier betone. Ich kann die jetzt richtig umranden einmal und dann habe ich ein goldenes Ei da, wenn ich alles andere eben ausmale. Ich kann aber auch mit Grün arbeiten und Grün und Gold finde ich schön zusammen. Grün passt auch einfach gut zu dem Thema. Ja, das hat auch so was Schönes, Vegetatives. Alles fängt auch schon an zu blühen. Und ich will es bunt haben, Türkis. Oh, das ist cool. Bleib bei der Form und zieh dasselbe jetzt hier wieder in die nasse Farbe. Ja, ist aber nicht meins. Also
Ich mag die Farben und so, aber diese Eier hier unten, das gefällt mir nicht. Und das ist halt einfach nicht meins. Aber du kannst sowas natürlich toll so machen. Das stehe ich mir natürlich nicht im Weg, aber naja, ich habe mir ja was zur Aufgabe gemacht und versuche jetzt eine Mischung daraus zu machen. Und weiß schon, dass ich das beim nächsten Bild abstrakt, ganz gegenstandslos, so bestimmt nochmal umsetzen werde. Ja, und das jetzt kennst du bestimmt aus dem anderen Video mit den Blumen. Ich zeige dir das mal zum Vergleich. Hier siehst du die, ja, einmal florale Form und einmal kantige, abstrakte Form. Jetzt mache ich mache mir ja immer ein Brot, eine Stulle. Und ja, die packe ich hier in diesem tollen Papier ein. Und das Papier benutze ich ganz oft für Strukturen. Und ich hatte überlegt, ob ich hieraus auch etwas mit einarbeiten kann. Ich habe damit jetzt ein Farbmuster, kann das hier so hinlegen und mir überlegen, ob ich es raufklebe oder mehrere draufklebe oder auch weiß male. Ich könnte mir auch so eine ganze Reihe vorstellen, hier einfach so rüber, so ein paar. Oder ich kann sie jetzt einfach auch dahin setzen, dahin setzen, so wie so eine Perlenkette angereiht. Jetzt auch mehr so ein Hingucker und alles andere gerät dann so in den Hintergrund. Das wäre recht einfach. Ich kann hier aber auch natürlich einfach so einen Klecks hinmalen. Und die kannst du natürlich auch ausmalen, wenn du das möchtest. Dann passt dazu schwarz. Du kannst sie auch einfach schwarz umranden. Schwarz passt total gut, ist auch schon im Untergrund. Oder auch anders, also das helle Grün noch mal wieder in den Vordergrund bringen, das kannst du auch machen. Und mal eine ganz andere Farbe nehmen, was noch nicht da ist, und Blau. Ja, damit kannst du dir auch ein Farbmuster machen. Ich zeige dir das hier mal kurz. Das kannst du jetzt drauflegen und dann siehst du, wie die Farbe aussieht. Und danach kannst du es drauf malen oder sogar draufkleben. Und die Anordnung kannst du ändern und dann hast du schon eine tolle Vorstellung. Ich nehme das aber alles wieder weg und ja, übermale das. Will noch einen etwas graueren Farbton haben. Und finde die Linienform finde ich schön. Auch die ganze Zeit immer über mich lachen, weil ich so schlecht Kreise malen kann mit dem Pinsel. Fällt mir total schwer.
lasse ich das Bild jetzt. Ich habe mich ausgetobt und ausprobiert und habe dir, glaube ich, viel Möglichkeiten gezeigt heute. Aber du kennst das auch schon alles aus den ganzen Videos. Egal, guck dir die Playlist an mit den Folien, guck dir die Playlist an mit dem Floralen, mit den Blumen. Das kennst du. Hier die Linien aus dem Bild wieder rausnehmen. Das kennst du vor allen Dingen auch aus diesen floralen Bildern im Kanal. Also ich hoffe, du hast Spaß heute. Ein ganz schönes Osterwochenende wünsche ich dir. Und ja, genieße deine Zeit, sei kreativ und pass gut auf dich auf. Tschüss! In dem Buch habe ich dir auch geschrieben, wie man die Folie klebt. Ich habe dir auch Pinsel vorgestellt und Stifte. Und gerade bei den Pinseln hast du wahrscheinlich im Video gesehen, dass ich da auch einen feineren hätte nehmen können. Und dann wären mir die Kringel und Kreise bestimmt auch besser gelungen. Aber ja, ich finde, man hat halt auch nicht alles da. Und es muss halt auch nicht alles so ordentlich und sauber sein. Und du siehst einfach auch, dass es, glaube ich, das Wichtigste ist, dass du dazu stehst, was du tust. Und das, was du tun kannst, eben das ist, was du tun kannst. Und das ist gut so. Also danke dir für dein Abo. Danke für dein Like. Ganz, ganz herzlichen Dank für deinen lieben Kommentar, für eure ganzen lieben Kommentare. Das bedeutet mir total viel. Dankeschön.